Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder hier im Studio unterwegs und wir haben einiges zu basteln heute. Ich weiß nicht, ob ich das alles heute schaffe. Nicht packe ich 2 Tage in einen Vlog, aber ist ja auch weiterhin nicht so schlimm. Ich ziehe mir gerade noch ein bisschen Nitro rein auf dem WW Network und mache Steuern nebenbei und mache eigentlich alles nebenbei. Ich habe erstmal hier mein Regal eingeräumt. Das musste auf jeden Fall auch sein. So, es ist zwar noch nicht ganz perfekt, aber so ungefähr kann das schon laufen hier. Was ich vielleicht noch machen werde, ist die Rocket Beans Bohne vielleicht auf die Couch. Weil, ne, das geht. Dann ist die hier raus. Das hier finde ich zum Beispiel übel geil. Mit den Dragon Boards und Shenlong damit am Start. Da könnte er wohl gar nichts gegen sagen. Das ist ja wohl richtig episch. Ansonsten habe ich heute viel Post bekommen. Ich habe hier so einen komischen Kabelschellen oder wie auch immer, damit ich hier meine Kabellage alles ein bisschen ordnen kann. Dann habe ich Dübel, ne? Das muss auch sein, denn das Projekt heute heißt alle Titel an die Wand, beziehungsweise für die nächsten Tage, also alle Titel an die Wand. Und dann habe ich mir noch so eine Klebe-LED-Leiste gekauft. Hier, so sieht das aus. Also 2 so eine Rollen mit LEDs. Die sollen hinter dieses Regal geklebt werden, damit das quasi so von hinten beleuchtet wird. Dann habe ich auch neu hier erstmal alle meine Figuren hingestellt. Ne? Das weiß nicht, ob das so bleiben soll. Ich glaube eher nicht. Die Figuren kommen auf jeden Fall noch auf Regale oder so, weil das sieht ein bisschen zu überfüllt aus. Aber ich habe hier hinten eine kleine Leuchte und ich mache die mal an. So. Und dann beleuchtet die quasi so von hinten meine Stage. Und das finde ich eigentlich ziemlich nice. So ist es auf jeden Fall geplant. Von mir aus auch hier, das soll eigentlich weiß sein. Ich weiß nicht, warum es blau auf der Kamera aussieht. Auf jeden Fall soll das weiß sein. Das ist eigentlich soweit ganz cool, aber die Figuren machen mir da irgendwie Stress. Das finde ich nicht ganz so geil. Deshalb muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten rumwerke. Aber das ist auch neu. Ein bisschen Licht in den Hintergrund. Und ansonsten habe ich, das haben mir einige von euch vorgeschlagen, dass ich das doch machen könnte. Da habe ich so, wie soll das denn funktionieren? Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden und zwar die Softboxen, die hier rumstehen, die stehen ja hier mitten im Raum, steht aber mal hier so eine fette Softbox rum. Und da war der Vorschlag, doch einfach diese Softboxen an die Decke zu schrauben. Da dachte ich so, das ist eigentlich gar keine so dumme Idee. Und dann habe ich mir nach etlich langer Suche so eine Deckenhalterung für die Softboxen besorgt. Und die müssen wir heute auch noch irgendwie an die Decke kriegen. Ich weiß nicht, ob das hält, weil ich habe zwar Dübel und alles, aber dieses Teil ist schon relativ schwer. Die Softbox ist relativ schwer. Ich gehe mal davon aus, dass mitten in der Nacht irgendwann ziemlich laut wird und die Dinger hier voll runterkrachen werden. Ich kann mir vorstellen, dass das hält, aber ich will es auf jeden Fall mal versucht haben. So, Utensilien, die ich dafür habe, ist einmal eine Bohrmaschine und hier ist der Aufsatz schon drauf. Ich habe keine anderen Aufsätze. Das ist auf jeden Fall das, was mir hier gelassen wurde von der ganzen Bauerei. Eigentlich müsste das passen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich hau jetzt einfach mal so ein Loch in die Wand, hau da einen Dübel rein und dann schraube ich jetzt einfach mal einen Women's-Titel an die Wand, denn hier, so sieht im Moment, also hier ist ja Wohnzimmer, das kennt ihr ja. Und hier an die Wand, gleich wenn man reinkommt, hier sollen die beiden Women's-Titel hängen. Das ist der Plan. Ausführung, mal schauen, ob das klappt. So, ihr wisst ja, dass ich eine volle Null in irgendwelchen Handwerksarbeiten bin. Das habt ihr wahrscheinlich schon durch die ganzen Vlogs mitbekommen. Und jetzt geht es halt weiter. Titel an die Wand. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ey, im schlimmsten Fall sieht's scheiße aus. So, was fällt auf? Staubsauger wäre besser gewesen. Aber da ich ja hier gerade alleine bin, geht das nicht anders. Muss ich danach saugen. So, dann müssten ja eigentlich die Dübel da reinpassen.
Ja gut. Na, leg mich doch, es funktioniert. Da denkt ihr euch, ey, da freut er sich wegen so einer Scheiße, ja? Loch in der Wand, Dübel rein, Schraube rein, fertig. Aber ich habe sowas noch nie alleine gemacht. Das ist für mich ziemlich gut. So, na, sagt man nichts, Freunde, sagt man nichts. Jetzt hängen wir den hier noch an und schon hängt das Ding. Das Problem nur, das jetzt noch 22 Mal. So, neuer Tag. Ich habe jetzt überlegt, ich mache hier, messe ich jetzt einfach mal den Abstand zwischen Wand und WWE-Logo. Da in der Mitte kommt ein Titel, dann messe ich den Abstand gleich auf der Seite, da kommt ein Titel hin. Und den gleichen Abstand wie hier zum Logo gibt es dann hier zum Eddie Guerrero Poster. Das ist auf jeden Fall erstmal der Plan und das probiere ich jetzt. Gucken, ob es klappt. So, es ist nicht der nächste Tag, es ist schon einige Zeit vergangen, aber heute oder jetzt mache ich weiter. Hier läuft noch ein bisschen Rocket Beans, da. Und ich habe jetzt mal das Regal umgedreht, so sieht es im Moment von hinten aus. Und hier habe ich übrigens schon eins hingeschraubt, so soll das auf jeden Fall aussehen. Und ich muss jetzt LED-Leisten hier hinten dran kleben. Das ist das Projekt für heute. Ich habe eine Fernbedienung, ich habe so eine Eckenteile, damit ich quasi LED-Leisten nicht knicken muss, sondern um die Ecke legen kann. Und ich habe natürlich 5 Meter, also 10 Meter, zweimal so eine Teile hier, LED-Leisten zum Kleben. Und was ich auch habe, überhaupt keinen Plan, wie ich das jetzt machen soll. Ich würde sagen, ich mache es einfach und wenn es richtig scheiße aussieht, dann ist es halt so. Dann habe ich es trotzdem selbst gemacht und kann mich freuen. Ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Ich muss mir erstmal einen Plan machen. Ich melde mich zwischendurch. Vielleicht völlig verzweifelt. Jo, Freunde, neuer Eintrag hier, neuer Tag, neues Jahr sogar. Ich habe einfach mal seit dem letzten, was ihr eben gerade gesehen habt, als ich das hier angeklebt habe, das Licht, habe ich nicht weiter aufgenommen, wenn ich hier irgendwas gemacht habe. Weil ich habe das immer so zwischen Tür und Angel immer mal hier ein bisschen was gemacht, immer mal da ein bisschen was. Ich zeige euch das alles so nach und nach, was ich hier jetzt alles gemacht habe. Es kommt natürlich noch einiges dazu. Und hier mein Auge, guckt euch das mal an. Es ist so eklig, ich finde das so berstig. Ich habe über Weihnachten nämlich komplett umgelegen und war so krank wie selten in meinem Leben. Und habe, mich häufiger übergeben müssen und da sind mir die Adern im Auge geplatzt und jetzt sieht das so scheiße aus, aber das geht irgendwie mit der Zeit weg, dauert halt nur ewig. Eine richtige Roomtour wird noch folgen. Was ich nicht so richtig weiß, ist, was ich jetzt dahin machen soll. Hier bei dem Dings, ich habe jetzt hier die Champions, sollen ja hier immer noch stehen. Aber ich habe jetzt die aktuellen Champions-Nummern einfach nicht. Weil American Alpha habe ich nicht als Figuren. Im Moment sind auch, wer ist denn jetzt noch Champion? AJ Styles. Die Figur kriege ich erst irgendwann diesen Monat. Und ansonsten NXT-Champions habe ich auch nicht weiter. Shinsuke gibt es noch nicht. Asuka komme ich jetzt die Tage. Und es ist halt hier noch ein bisschen leer. Auch hier weiß ich nicht so richtig, was ich hier hinstellen sollte. Das ist jetzt alles nur übergangsmäßig, weil die Bilder, die werde ich auch noch hier irgendwo verteilen. Ich muss mal gucken. Es wird langsam. Ich will dieses Jahr auf jeden Fall versuchen, mehr Vlogs zu machen. Das war jetzt einfach nur dumm, dass ich halt die ganze Zeit lang nicht, oder die ganze Zeit hier was gemacht habe, aber nicht euch mitgenommen habe. Naja. Wenn die Freundin hinten schläft, kann ich jetzt hier auch nicht andauernd in die Kamera sabbern. Das ist halt auch immer ein bisschen scheiße. Aber ja, gut. Geht auch alles so. Hier die Teile habe ich an der Decke gehängt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, dass ich das gemacht habe. Aber sie hängen an der Decke. Auch da muss ich mir noch was Besseres einfallen lassen, was die ganze Kabellage angeht. Weil kabeltechnisch sieht das hier noch richtig schlimm aus. Was ich aber heute noch machen werde, und da nehme ich euch dann auch wieder mit, ist, ich muss zur Post. Denn die Leute, die meine Livestreams verfolgen, werden ja mitbekommen haben, dass wir sehr viele Gewinnspiele machen. Oder die Leute, die nicht meine Livestreams verfolgen, auf Twitch mache ich sehr viele Gewinnspiele. Das heißt, ich haue andauernd irgendwelche DVDs raus, T-Shirts raus und all möglichen Stuff. Andauernd gibt es irgendwelche Gewinnspiele bei mir.
Und natürlich bekommen alle meine Abonnenten, meine Twitch-Abonnenten, die bekommen immer eine Autogrammkarte per Post, wenn sie mir ihre Adresse geben. Soweit, so gut. Führt natürlich dazu, dass ich jetzt erstmal so alles angesammelt habe, was so die letzten Wochen, Monate an Gewinnspielen war und jetzt hier eine riesen Kiste habe an allen möglichen Briefumschlägen mit DVDs und mit T-Shirt und mit allem möglichen Stuff, der jetzt hier noch verschickt werden muss. Noch was für die Steuer habe ich hier zu verschicken und halt ganz viele kleine Briefe, die sind noch irgendwo zwischen. Das heißt, ich muss mit dem ganzen Karton jetzt erstmal zur Post gehen. Bei der Post hoffe ich, dass ich dann auch gleich wieder ein anderes Paket mitnehmen kann, denn der Postbote war heute zwar da, aber ich habe die Klingel nicht gehört, weil die ist sehr leise bei uns. Und wenn ich schlafe und die Türen sind zu, hört man die leider nicht. Da habe ich den Postboten heute verpasst. Eigentlich muss man ja immer einen Tag später die Sachen abholen. Aber es ist jetzt schon relativ spät. Ich versuche mal zur Post zu gehen und frag mal, ob ich das Ding schon heute kriege. Mal schauen. Außerdem muss ich meinen Personalausweis heute noch holen. Denn der ist nämlich abgelaufen. Den habe ich neu beantragt. Der ist auch schon da. Den muss ich heute noch abholen. Und das alles innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde. Also, auf geht's. So. Ich habe jetzt echt über 60 Euro für die Post bezahlt. Wie krank ist das denn? Über 60 Euro nur für Versand. Aber was macht man nicht gerne für euch? Also für alle Gewinner, es geht raus. Ihr könnt euch freuen. Und ja, jetzt gehe ich erstmal wieder nach Hause. Jetzt hole ich doch mein Perso nicht mehr, weil das, was ich gekriegt habe, das kann ich erst morgen holen von der Post. Dann muss ich morgen sowieso nochmal hin. Und dann kann ich auch morgen meinen Perso abholen, dann ist es auch egal. Der eine Tag macht es hoffentlich nicht aus. Ja, ansonsten gehe ich jetzt erstmal wieder nach Hause. Und ja, gucken wir mal, was da heute noch so geht. Ein Livestream liegt ja heute noch an. Wir spielen heute den Singleplayer von Battlefield. Da werde ich bestimmt auch wieder sehr gut sein, nicht? Aber mal schauen. So, wieder zurück hier im Studio. Und wie gesagt, der Livestream liegt heute noch an. Ansonsten kann ich euch jetzt erstmal an sich nicht wirklich viel Neues zeigen. Aber ich werde auf jeden Fall dann nochmal einen Vlog machen, morgen oder so, indem ich ein paar Bilder anhänge. Weil da habe ich noch einiges vor. Da passiert auf jeden Fall noch was. Ansonsten kann ich euch mal dann zeigen, weil die Kamera ist jetzt, ne, ich will das jetzt nicht hier zu lang machen. Ansonsten zeige ich euch dann auch mal die Titelgeschichte im Wohnzimmer, wie das momentan aussieht. Und was sonst halt noch an Updates jetzt so gerade sind. Ansonsten war es jetzt erstmal mit diesem Vlog. Ich hoffe, euch gefällt es erstmal soweit, auch wenn es jetzt so ein bisschen durch die Cuts halt ein bisschen scheiße war, weil 2 Wochen und so. Aber ich werde mich bemühen, das demnächst vielleicht wieder ein bisschen häufiger und vielleicht sogar auch ein bisschen cooler zu machen. Mal schauen, was hier alles noch so geht. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier um meine Zuschauerpost. Denn hier, ich habe zum Beispiel einen Brief bekommen und falls ihr mir auch was schicken wollt, könnt ihr das gerne machen. Mein Postfach steht unten in der Videobeschreibung und ich packe das immer aus und lese die Sachen immer in den Livestreams vor, deshalb ist das eigentlich immer ziemlich nice. Ansonsten, schaut da mal vorbei, schaut auf meinem Gaming-Kanal vorbei und dann sehen wir uns irgendwann wieder, vielleicht morgen, wer weiß. Macht's gut!